Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Fishing Barren Sea. Ja, wir sind bereits in Folge 28. Wir haben jetzt mal unseren Fisch verkauft, haben damit gut Kohle gemacht, anders kann man das nicht ausdrücken. Werden nach vorne gestrückt, obwohl wir hier nichts machen. Er hat uns jetzt gerade 2% Haltbarkeit geklaut. Irgendwie ist das ziemlich komisch hier mit dem Spiel. So, da werden wir jetzt hier einmal drehen. Das werden wir aber mit Hilfe tun. Hier werden wir nämlich einfach hier. Okay. Einmal dahin. Einmal dahin. So. Und dann hier legen wir jetzt noch einmal kurz an. Ich will nur gucken, was wir jetzt kreditmäßig hier machen können. Ich werde den Freundlichen jetzt mal in die Küche schicken. Weil wir nämlich jetzt rüberfahren und jetzt eh gerade nichts machen, dann kann er seine Energie auch damit verpulvern. So, hier drehe ich jetzt mal richtig schön bei. So. Gucken, ob das auch hilft. Wir wollten ja nur kurz gucken, was sie uns jetzt anbieten hier. Na, seht ihr, jetzt wäre das Schiff schon drin, 15 Millionen. Und wir hätten 4 Millionen knapp oder knapp über 4 Millionen für Zubehör sozusagen. Und reicht noch nicht. Also wir werden uns da noch ein bisschen zusätzlich gönnen. Ich weiß nicht, was er jetzt hier. Ihr seht selber, der Schub steht auch voll rückwärts, ne? Wenn wir hier anliegen und es sind 10 Minuten vergangen oder 20 Minuten, dann muss er uns langsam aber sicher dann mal den Schub in die andere Richtung gewähren, würde ich sagen. Ihr seht ja selber, dauert nur ein paar Sekunden. Im Spiel hier, dann sind wir wieder in eine andere Richtung. Ne? So, okay, dann heißt es jetzt allerdings, der Kollege wird jetzt mal ein bisschen reparieren hier. Ich werde das mal nur ein bisschen hier rausfahren, den Part mal vorspulen. So. Er hat gekocht, er kann auch weiter gucken. Dann kann ich ihn nämlich hier wieder schon auf Erholen setzen. So. Da müssen wir mal gucken. Hier hatten wir unseren schönen Weg. Sollte ja kein Ding sein. So. Wenn wir schön die Nacht durch hier mal eine Runde lang fahren, dürften wir wahrscheinlich am frühen Morgen am Hafen ankommen. So. Ich wusste gar nicht, dass jetzt auch hier Fisch direkt im Hafen ist. Ja, warum nicht, ne? So, wo sind wir? Da sind wir, da hinten ist der Hafen. Da werden wir jetzt eine Runde anlegen. Er hat voll alles essenstechnisch okay gemacht. Ihr seht, jetzt sind es auch verschiedene Zeichen. Es wird also ein bisschen abwechslungsreicher jetzt auch gegessen. Ja, auch schon mal gut ist. Vorher gab es ja nur Burger, ne? Also. Ja, was so kleine Grafikänderungen mit Zufallssachen machen können, ne? Gehen gleich wie eine gesündere Ernährung. So. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob hier überhaupt was für uns ist. Sprich, eine Aufgabe. Wenn nicht, werden wir auf dem Rückweg ein paar Netze schmeißen. Hafen gehen, warten und dann wieder losfahren. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch. Also wenn wir so die Millionentrip-Geschichte da noch zwei, dreimal hinkriegen würden, ich sag mal zweimal vielleicht, dann kriegen wir einen erhöhten Kredit, dann gehen wir schon Richtung nächstes Schiff. Das heißt, ich werde dann in der Nebenbeizeit schon mal eine Runde Kilometer auf unsere Quote hier bringen, weil wenn wir hier gucken, Zertifikat, da fehlen uns noch ein paar Kilometer. Das heißt, wir müssen eindeutig ein bisschen mehr machen. Allerdings muss ich jetzt angehen, wenn wir jetzt eine vernünftige Transportroute hier hinkriegen, müssen wir die per Hand fahren. Das ist die Gefahr, die wir haben. Aber es ist natürlich die Frage, wie viel Geld es denn ist. Wenn es jetzt nur die kleinste Variante ist und die bieten mir so eine 60.000er Tour an, das machen wir natürlich nicht. Das lohnt sich einfach nicht. Ne? Da muss jetzt also schon eine halbe Million und mehr rauskommen, dass wir das machen. Fahren natürlich gerade hier wunderbar rein. Klappt alles. Wenn wir jetzt schon anlegen klicken, das ist auch gut. Es gibt auf jeden Fall was. Das ist schon mal der erste Schritt. Gemischtes Feld an Arbeitern haben sie hier auch. Gar nicht mal so schlecht, okay. Ich mach's spannend. Ich gehe erst tanken. Rumpfreparatur, die können wir nämlich selber machen. Brauchen wir jetzt noch ein bisschen Sprit hier.
Jetzt gehen wir noch mal in die Stadt. Die Bank muss den besseren Kredit. Nö. So, ja, aber ihr seht, das ist, ne? Das ist lächerlich. Warum sie die Touren immer noch drin haben, dass sie hier zwei Fische transportieren sollen, das weiß kein Mensch. So, gut. Weiß nicht, warum ich immer noch. Ich habe Rückwärtsschub. Er macht immer noch Vorwärtsschub. Also, er resettet eindeutig den Schub nicht auf 0, als wenn er das macht. Das heißt, man muss selber mal den Hebel auf 0 zurückbringen und dann erst anlegen drücken. Da gibt es leider keinerlei Automatik drin. Das ist sehr ärgerlich, muss ich sagen. So, und jetzt, wo wir jetzt hier rückwärts fahren, können wir aber schon mal gucken. Diesmal machen wir den Bogen umgekehrt und wir machen diesmal definitiv nur drei Netze. Ja, ich würde sagen, wir fangen so an und machen dort eins rein, da und da eins rein. Oder wir machen da und da eins rein und da. Mal gucken. So. Erstmal unseren freundlichen Weg schon mal fertig machen hier. Ich glaube, wir machen es noch anders. Wir machen mal den anderen Test. Der andere Test, das sind die beiden größten oder besseren Ausleuchtzonen für alle Fischarten. Wir nehmen jetzt mal die beiden 165er Netze. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das wollen wir jetzt mal antesten. Hier, übrigens immer um 0 Uhr sind hier die Auftragswechsel, deswegen lohnt sich das Warten für uns natürlich jetzt nicht. Weil, ja, ne? Wäre fast den ganzen Tag, den wir da gewartet hätten. So. Oh, ich habe es verfrüht ausgemacht, wir waren noch gar nicht da. Okay, jetzt sind wir da. War noch ein Stückchen vor. So, dann sind wir jetzt schon gleich richtig. Bisschen Gas geben und dann probieren wir jetzt mal die beiden großen Netze. Da haben wir zwei Stück von. Die hauen wir jetzt mal raus. Hält sich ziemlich mittig, ohne dass ich was machen muss. Fast gut. Denken wieder ein bisschen rüber. So, ja, 165 Meter dauert natürlich ein bisschen länger wie ein 120 Meter Netz auslegen, logisch. Ne? Wir würden uns nämlich jetzt schon bald freuen, dass wir sagen, ja, jetzt sind wir durch, aber nein, wir haben noch 45 Meter. Mal gucken, was dabei rumkommt. Wenn das mit dem 165 Meter Netz vernünftig funktioniert, werde ich eine Sache auf jeden Fall machen. Und das ist noch ein Netz kaufen. So, was wir jetzt machen müssen, ist auf jeden Fall beidrehen. Weil wir haben noch nicht so wirklich in die richtige Richtung geguckt. So, noch ein bisschen. Bisschen geradeaus. So, gucken, ob ich jetzt richtig bin. Ja, sieht nicht schlecht aus. Wir machen noch ein bisschen so. Sind noch ein Stückchen gefahren und jetzt hauen wir das gute Stück hier raus. Da bin ich mal gespannt, was das Ganze bringt. Ne, das ist ja genauso, wenn wir jetzt einen 100, 220er und einen 90er rausschmeißen würden. Dann kam es ja einigermaßen gut hin. Da hatten wir ja nur noch 8000 frei nach zwei Netzen. Ne? Und wenn wir dann noch ein 90 Meter Netz gehabt hätten, dann wären die 8000 drin gewesen. Deswegen kam jetzt die Idee von mir halt, das Ganze so zu machen. Gut, habe ich. Ne, achso, das ist. Ich war jetzt auf dem. Achso, ja, ich habe mich jetzt von der Anzeige links unten irritieren lassen. Ich stehe natürlich jetzt nur mit dem Mauszeiger da drauf. Wir machen, wie wir da unten hier sehen, natürlich ein 165 Meter Netz. So, das ist draußen, das ist wunderbar.
Das heißt, wir können uns hier gleich Richtung Hafen begeben. Klick, klick. Dann irgendwas blockiert uns. Wahrscheinlich, weil ich den so dicht dran gesetzt habe, dass wir schon im Hafengelände sind. Ja. Was genau? So, jetzt mache ich diesmal mal selber das Ganze auf die Null. Wir legen an. Wir gucken auf die Karte. Das hintere. 3,5 Stunden haben wir gebraucht. Das heißt, wir brauchen nochmal 3,5 hin. Dann ist das Ding bei 7. Und bei 18 ist es gut. Das heißt, es sind 11 Stunden, ne? Also einmal tanken. Rums reparieren sparen wir uns. So, ich werde hier schon mal den Kurs hinmachen. Ja, zu dicht dran. Da geht. So. 11 Stunden, sagte ich. So. Gucken wir nochmal auf die Karte. Das ist noch nicht so weit, weil wir ganz zurückfahren müssen. Und da müssen wir noch 3,5 Stunden hinfahren. Hat da jetzt auch so einen Balken, der voll wird? Okay. Okay. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier einen Auftrag. Echt? Was haben wir denn jetzt für einen Auftrag? Wow, Kabeljau. 36 Tonnen Kabeljau. Wie sollen wir das denn vernünftig machen? Und dann gibt es eine Million Bonus. Also, ich werde das jetzt mal ganz einfach machen. Ich werde jetzt die Karriere mal speichern. So. Haben wir getan. Und dann werden wir mal gucken. Wenn wir den Auftrag annehmen, ob es klappt oder nicht. Und wenn der Auftrag, wenn das nicht klappt, dann können wir immer noch den Spielstand wieder laden. Ne? Ganz wesentlicher Punkt. Finde ich doch mal keine schlechte Idee. Diesen Job annehmen. Ja. Findest die Details im Logbuch. Wow. Das ist jetzt hart. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, so schnell und einfach. Wo sollen wir das mal hinbringen dann? Ah, in Forsel, da müssen wir dann auch noch hinfahren. Ja, das ist aber kein Problem. Das macht ja nichts. Das tut uns ja nicht weh. Außerdem erkunden wir wieder mal einen neuen Hafen, ne? Haben wir ja noch nicht. So, was gut ist, wir haben natürlich jetzt auch schon frisch unsere Netze raus. 7 Tage haben wir jetzt dazu Zeit, den Fisch zu fangen. So, die sind noch nicht so weit. Und hier sind wir auf 6 Minuten pünktlich. Viel besser geht's gar nicht, glaube ich, oder? Unsere Jungs sind fit. Der gute Kollege kommt schon gleich auf Netz einholen. Ich bin diesmal extra von der anderen Seite rangefahren, damit das Teil, ne, die zweite Boje garantiert da ist. Das seht ihr sie auch, wo mein Mauszeiger da ist, ne? Dann kann mir also jetzt nichts passieren. Die zweite Boje ist auf jeden Fall rechts. Da muss ich auch nicht erst zur zweiten Boje fahren oder so. Nee, alles nix. So, dann bin ich mal gespannt, wie es den Kabeljau mäßig geht. Natürlich werden wir die Karte jetzt dann auf Kabeljau machen. Und wir können natürlich dann auch mal gucken, wie unsere Quote jetzt denn schon ist, ne? Wir holen ein. 12, also es scheint nichts mit der Netzlänge zu tun zu haben. Ich hoffe, dass das jetzt hier kein Flop ist, das lange Netz. Und da werden wir uns gleich natürlich dann nicht auf allgemeinen Fisch das Ganze umstellen, sondern um Kabeljau.
Weil der Preis ist sehr gut und es gibt noch eine Million extra obendrauf. Dafür müssen wir ein komplettes zweites Mal losfahren, ne? Sonst. Also, bin ich gespannt. Wie Kabel wir ja auch wir jetzt schon erwischen. Und ich hoffe, dass das funktioniert mit der Quest, also mit der Aufgabe. Das ist natürlich noch den Auftrag zu erfüllen. Das werden wir aber gleich schon im Ding sehen können. Doch die Frage kann sein, dass wir den Fisch nicht mehr ausnehmen müssen. Schauen wir einfach mal. Ich bin gespannt. Prachtvoll mit einem Netz und wir haben jetzt schon die 20 Tonnen Kabeljau drin. Wow. Okay. Das Geniale ist, unser zweites Netz ist vor der Haustür. Das heißt, es ist eh auf dem Rückweg. Also da könnte vielleicht sogar echt was draus werden. Und wir haben Missionsfracht 17,9 Tonnen bereits abgegeben. Das ist ja ziemlich genial, würde ich sagen. So muss das sein. Ja, dann kann das vielleicht sogar was werden. Dann bedanke mich auf jeden Fall. Wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Teilen freuen und auch ein Abo. Könnt natürlich auch gerne im Kommentarbereich was schreiben, was ihr davon haltet, von der ganzen Idee und wie es so ist und allen drum und dran. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.